Smells like Entscheidungsspiel im Aufstiegskampf und die Fans sind zurück. Die Löwen zu Gast beim Waldhof. Was für eine traditionsreiche Partie, was für eine Stimmung vor diesem Spiel. Kölner musste vor dem Spiel einige Ausfälle verkraften, unter anderem fiel Belkahia aus. Für ihn startete der 17-jährige Leandro Morgalla zum allerersten Mal von Beginn an im Trikot von 1860 München. Das Spiel 100 Sekunden gespielt und zum allerersten Mal musste Leandro Morgalla Lehrgeld bezahlen in dieser Situation. Handelfmeter gepfiffen von Florian Badstübner. Seine allererste Aktion als Startelfspieler in Liga 3. So unglücklich, aber der Elfer ist gerecht. Dominik Martinovic verschoss, aber da kam Kostli. 1:0, dritte Spielminute. Er hatte sich gut gefühlt, der Martinovic, aber in dieser Saison schon 3 verschossen. Das war der vierte. Kostli klar im Kopf, schneller als die Löwen mit dem frühen Führungstreffer. Die Brust war breit, jetzt noch breiter. Und sie machten weiter, die Waldhöfer, mit diesem Selbstvertrauen. Stefano Russo aus der Distanz fasst das 2:0 nach 20 Minuten. Sie überliefen die Löwen, vor allen Dingen mit den starken Außen. Baris Ekincir heute zum allerersten Mal im Profifußball in der Startelf gestanden, machte das fantastisch. Russo hier fast zum ersten Mal in dieser Saison Torschütze. Kölner, was war das Gute an diesen ersten 45 Minuten? Es stand nur 0:1 aus Sicht des Löwendompteurs. Und so schickte er seine Mannen auch rein. Raus aus der Kabine, rein in den Waldhof. Strafraum. Marcel Beer mit der dicken Möglichkeit in der 54. Spielminute. Königsmann parierte glänzend. Und in dieser Phase, die Löwen bockstark, diese Situation. Wieder der Pfiff, wieder Handelfmeter. Diesmal war es Kevin Goden. Und diese Entscheidung war brutal hart. Es gibt sicherlich eine Regel, die da sagt Elfer, aber liebe Freunde, die gehört abgeschafft. Und so gab es die große Chance für Boyamba aufs 2:0. Er blieb eiskalt. 3 von 3 gemacht, jetzt 4 von 4. Der stärkste Elferschütze im Kader des SV Waldhof Mannheim. Zum psychologisch besten Zeitpunkt in dieser starken Löwenphase. Die versuchten es nochmal kurz vor Schluss. Viele Standardsituationen verpufften der eingewechselte Milos Kocic mit dem Schuss ins Fangnetz. Glöckner brachte dann Edeljoker Pascal Sohm gegen Ferl reingekommen, 2 Tore gemacht. 5 Treffer insgesamt im Waldhof-Trikot, der Winterneuzugang. Aber zu Hause hatte er noch nicht getroffen, bis zu diesem Moment. 90+5, er wollte es den Fans zeigen. Ich kann es auch hier. Und wie? 3:0. Ein krasser Abwasch für die Löwen, der Gruß nach Hause von Pascal Sohm. Da ließen sie sich düpieren, die 60er. Aber was bitte ist das für ein grandioser Stürmer, dieser Sohm. Was für ein Näschen, was für eine Technik, was für ein Spiel. Waldhof gewinnt 3:0. Heute war mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung von der Gier, der Leidenschaft, aber auch der Leichtigkeit im Ballbesitz. Wir hatten gute Passpassagen, wir hatten eine gute Spielbalance drin. Und das ist das, an dem ich meine Mannschaft messe und nicht am Tabellenplatz. Wir wollten uns hier beweisen und wollten auch was zeigen. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen vorwerfen lassen, dass wir die Härte, die hier war auf dem Platz, es waren schon viele harte Zweikämpfe, wo wir als jüngere Mannschaft dann auch ein bisschen Tribut gezahlt haben. Aber von der Einstellung und so weiter und vom Spiel, ich habe jetzt kein Spiel gesehen, das 3:0 ausgehen muss. Was war das für ein Spiel? Was war das für eine Stimmung? Mit den Waldhof-Fans im Rücken ist in dieser Saison bei den Mannheimern alles drin. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.